Wer aufmerksam durch Marburg läuft, dem fallen viele Gebäude und Denkmäler ins Auge. Zu den bekannteren gehören zum Beispiel jene der Gebrüder Grimm und andere Objekte bekannter Leute, die in Marburg gelebt und studiert haben. Auf dem Weg durch die Oberstadt passiert man an der Wasserscheide auf Höhe des Parkhauses eine Statue, die euch mit Sicherheit schon einmal aufgefallen ist, zu der allerdings nur die wenigsten genauere Informationen haben. Wer ist eigentlich Dienstmann Christian Werner? In unserer Marburg 800 Sonderausgabe geht es um die Verewigung des Postüberbringers und Marburger Unikats Christian Werner. An der Ecke Wettergasse, Renthof und Neustadt verewigt, lächelt einem der 1893 in Hommertshausen geborene Christian Werner verschmitzt an, der für viele Marburger der älteren Generation noch deutlich vor Augen ist. Er fuhr täglich mit Zug und Fahrrad nach Marburg, um hier seiner Arbeit nachzugehen. Mal trug er Reisenden das schwere Gepäck, mal verkaufte er Tabak und mal übernahm er Botendienste. In Erinnerung geblieben ist er als geselliger Zeitgenosse, der keinen Festumzug ausließ und immer auf den Straßen der Stadt zu sehen war. So kam es auch mal vor, dass er keine Lust hatte, schweres Gepäck mit seinem Karren den Schlossberg hinaufzuradeln. Er rief heimlich ein Taxi und stellte den Kunden später beide Dienste in Rechnung. Christian Werner starb im Jahr 1965. Seine Statue erinnert seit 1988 an ihn und seine frohe Art. Einzig ein Schild nahe der Statue fehlt, die etwas über ihn berichtet. Wenn ihr ihm das nächste Mal in der Oberstadt begegnet, schmunzelt ihm gerne zurück.